Johannes Rockenbach, das Schönbuchstadion sieht tausend auf. 1000 Meter, der Männer, der B-Lauf. Einstimmung für das nächste Rennen, das dann gleich Andi Möckel kommentiert. Den A-Lauf, aber wie gesagt, wir schauen auf diese Jungs hier mit dem Tempomann Lorenz Baum und Alexander Pfütsch. Der Tübinger und der Läufer der LG. Hauptex Nord-Schwarzwald, dahinter die 37, Raphael Salm vom SV Langenthal. Der erste Hase ist raus. Jetzt haben wir noch Lorenz Baum dabei, den Tübinger. Der macht seinen Job hier ausgezeichnet. Es geht auf die letzten 400 Meter. Und jetzt hoffen wir nochmal richtig schnell. Dass es noch schneller wird. Dafür könnt ihr sorgen. Jetzt oben schon. In der Kurve. Auf geht's. Alle Hände gehen raus aus den Taschen. Alle machen mit. Raphael Salm. Und die 92. Tobias Arndt, MTG Mannheim. Also, einer der beiden wird hier die Bühne auf über 1000 Meter gewinnen. Ist es Raphael Salm vom SV Langenthal oder Tobias Arndt, der Mannheimer? Es sieht so aus, als sieht Raphael Salm das Ding hier durch. Tobias Arndt. Es wird ein Sieg für den LV Langenthal, Raphael Salm, 2:25, 48, der Auftakt zu den beiden 1000 Meter Läufen der Männer.